Öffentlich-rechtliche Medien haben ja zwei Aufgaben im Wesentlichen. Sie haben zu spiegeln, was in der Gesellschaft los ist, und sie sollen es einordnen. Und ich glaube, dass der Unmut eines nicht geringen Teils der Bürgerinnen mit dem Status quo ja darin besteht, dass es nur sehr wenig dokumentierende Beobachtung, dafür aber sehr viel und inzwischen oft sehr schnelle journalistische Einordnung gibt. Und an dieser Stelle würde ich übrigens auch der Kritik, der Medienkritik von Harald Welzer und Richard David Precht recht geben, dass sozusagen diese sehr vorschnelle, überspitzte Einordnungsdynamik, die sich da ergeben hat, den Bürger vielfach überfordert. Und es führt eben gerade nicht zu einem Effekt von Orientierung, sondern vielleicht eher sozusagen zu einem Gefühl der Entmündigung. Jüngste Studien, Andi Kaltenbrunner hat es gerade erwähnt, zeigen und dokumentieren das sinkende Vertrauen in die Medien. Dabei muss gerade ein öffentliches rechtliches Mediensystem aber den mündigen Bürger wollen. Es muss ihm etwas zumuten und abverlangen, und es muss dem mündigen Bürger, der mündigen Bürgerin auch ein Urteil abverlangen. Und ein öffentlich-rechtliches Mediensystem hat den Auftrag, den Blick aufzuweiten, den Zuschauer nicht nur abzuholen, wo er ist, sondern ihn aktiv dahin zu bringen, wo er eben noch nicht ist. Und das geht mit bestimmten medialen Formen, glaube ich, besser als mit anderen. Und wenn wir über die Weitung des Blicks sprechen, dann sprechen wir nicht zuletzt auch über eine geografische Weitung des Blicks. Und da muss man aber konstatieren, und da komme ich zu meinem Podium jetzt gleich, dass in den vergangenen drei Jahrzehnten eher sozusagen eine eurozentrische Verengung des Blicks stattgefunden hat, die sehr selektiv ist und die eigentlich als eine Fortschreibung einer kolonialistischen Grundhaltung tatsächlich bezeichnet werden muss. Wir wollen uns deswegen gleich einer Studie des Kulturwissenschaftlers Dr. Ladislaus Ludescher zuwenden, die an Eindeutigkeit in diesem Kontext wirklich nicht zu übertreffen ist. Er hat eine Studie gemacht, Vergessene Welten und blinde Flecken. Bevor wir aber zu Ladislaus Ludescher gleich kommen, eine kurze Vorstellung meiner Runde. Wir haben hier ganz zu meiner Linken, aber ganz rechts für Sie, Annegret Richter. Sie ist die Geschäftsführerin der AG Animationsfilm. Jana Czernik, Geschäftsführerin der AG Kurzfilm. Und wir haben hier Merle Kröger, Dokumentarfilmregisseurin, Produzentin, Dozentin, auch Krimi-Autorin, vielfach ausgezeichnet und vertritt hier sozusagen den Bereich des Dokumentarischen. Und wir haben online zugeschaltet, hoffe ich, ich kann ihn jetzt nicht sehen, Dr. Ladislaus Ludescher. Kann ich mal ganz kurz in die Regie fragen, haben wir Herrn Ludescher? Wir brauchen noch einen ganz kleinen Moment. Das ist schade, weil der Übergang wäre jetzt wirklich gewesen, diese Studie, die der Herr Ludescher gemacht hat. Dann gehen wir aber vielleicht erstmal zu Merle. Merle, wir haben gesprochen über den Punkt, den Blick zu weiten und überhaupt statt Einordnung erstmal Dokumentation zuzulassen. Eine Analyse nicht nur von mir, sondern von vielen ist eben Precht, Welzer, ein bisschen anders gelagert, sagen das auch, dass das eigentlich zu kurz kommt. Wie ist das aus deiner Perspektive? Ich glaube, dass wir als Dokumentarfilmproduzentinnen, also wir produzieren dokumentarische Bilder von der Welt, vor allem eines brauchen. Wir brauchen Zeit, wir brauchen Auseinandersetzung, wir brauchen ein prozessuales Arbeiten in Auseinandersetzung mit den Menschen, die wir dann auch in unseren Filmen begleiten oder darstellen oder zu Wort kommen lassen. Und diese Zeit und dieses Prozessuale kommt eigentlich immer weiter in das Hintertreffen zugunsten so einer schnellen Generation von Emotion, finde ich, von Information und von Massenkompatibilität. Und ich habe jetzt in den letzten 5 Jahren mich sehr viel mit der Geschichte des Fernsehens beschäftigt, weil ich als Werk einer Protagonistin dieses Fernsehens im internationalistischen Sinne aufgearbeitet habe, Navina Sundaram. Und Navina Sundaram hat gesagt, Fernsehen oder öffentlich-rechtliches Fernsehen war für sie die Erlaubnis, auch einen Standpunkt zu haben und diesen Standpunkt auch zu vertreten als Journalistin, als Vertreterin des NDR, die viel in der Welt unterwegs war. Und das ist, glaube ich, alles so ein bisschen ins Hintertreffen gekommen, zugunsten von Quoten, zugunsten auch von so verengten Arbeitsabläufen, sag ich mal, Flaschenhals. Darüber werden wir bestimmt noch reden. Ich denke, darüber werden wir auf jeden Fall sprechen. Jetzt sehe ich, dass Herr Ludescher da ist.
Wo kann ich ihn denn sehen? Er ist da. Ich begrüße Sie, Herr Ludischer. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Publikum Sie sieht. Sie sind Literaturwissenschaftler an der Uni Frankfurt. Ihr Arbeitsschwerpunkt ist eigentlich die Rezeption amerikanischer Geschichte und in der deutschen Literatur. Aber Sie haben sich eben auch mit Medienanalyse beschäftigt und haben eine sehr, sehr bemerkenswerte Studie, und zwar über einen Zeitraum von fast 2 Jahrzehnten vorgelegt und die Daten über fast 2 Jahrzehnte erhoben, die da heißt, und man kann sie im Internet natürlich abrufen, Vergessene Welten und blinde Flecken. Und ich finde, es wird da auf erschreckende Weise eigentlich die Verengung des Blicks, die wir, glaube ich, alle auf dem Podium hier konstatieren und bemängeln, an einem ganz spezifischen Beispiel deutlich. Herr Ludischer, vielleicht mögen Sie kurz die wesentlichen Erkenntnisse Ihrer Studie mal vorstellen. Sehr gerne. Ich hoffe, man kann mich hören. Ja, wir können Sie wunderbar hören. Sehr schön, wunderbar. Dann würde ich kurz mal meinen Bildschirm teilen und ein paar Grafiken vielleicht, um das Ganze zu visualisieren, zeigen. Wie Sie schon sagten, Herr Lipp, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich die Ergebnisse vorstellen darf. Mittlerweile über 1,5 Jahrzehnte, dass ich daran arbeite. Den Kern der Studie gebildet hat die Untersuchung der Tagesschau, die als wichtigste deutschsprachige Nachrichtensendung gilt und von 2007 bis 2021 über 5.500 Sendungen, ungefähr 1.370 Stunden, das als Hintergrund vielleicht. Aber in die Studie eingeflossen sind auch politische Sendungen, genauso auch Nachrichten des Deutschlandfunk oder auch die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel. Und das wichtigste Ergebnis sehen Sie hier, nämlich diese Kügelchen zeigen an, wo die Zentren der Berichterstattung liegen. Das heißt, desto größer die Kugel, desto mehr Berichte aus dem entsprechenden Land. Und Sie sehen, die großen Zentralgebiete sind der sogenannte Westen und die Kriegsregionen Afghanistan, natürlich Irak und Israel. Noch dramatischer sieht es aus, wenn man sich die Top-Meldungen anschaut. Der globale Süden kommt in diesen fast gar kein einziges Mal vor, wie man sehen kann. Kein Subsahara, kein Lateinamerika und Südasien. Ja, und das Ganze kann man auch natürlich nochmal in die anderen Medien, die ich untersucht habe, übertragen. Und man sieht, das Muster wird immer wieder reproduziert. Wir wollen da ganz kurz mal reinschauen. Zum Beispiel hier die Brennpunktsendungen. Das gleiche Muster wieder. Fast kein globaler Süden. Deutschlandfunk. Anne Will. Hart aber fair. Maischberger zum Beispiel. Sie sehen also ganz große Lücken, wenn es um den globalen Süden geht. Malbit Illner, keine Ausnahme. Also da haben wir immer dieses Muster, das wieder reproduziert wird. Und besonders dramatisch war es 2011. Da werden die meisten von Ihnen an Fukushima vielleicht denken oder an den arabischen Frühling. Das sind große Interessensfelder gewesen. Oder auch an die Staatsschuldenkrise in Griechenland. Aber es gab in diesem Jahr auch eine gewaltige Katastrophe, die außerhalb des kollektiven Gedächtnisses liegt, nämlich eine Hungerkatastrophe am Horn von Afrika. Über 250 Millionen Menschen sind damals dort verhungert und das hat sich nicht niedergeschlagen in den Medien, also kaum Berichte, wie man sehen kann. Wenn man sich sogar die Top-Meldung anschaut, keine einzige Top-Nachricht hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Also eine ganz eklatante Vernachlässigung dieses Themas. Ja, und 2020 sah es leider nicht besser aus. Nur 9 Berichte zum Thema Hunger von über 3.000 und zum Vergleich über fast 1.300 Berichte zum Thema Corona-Pandemie. Da sieht man, wie ungleich sozusagen diese Verteilung geografisch aussieht. Schließlich auch Brennpunkt-Sondersendungen, jetzt ganz aktuelle Ergebnisse. Krieg in der Ukraine, 29 Brennpunkt-Sendungen, weitere Themen, zum Beispiel Missbrauchsfall in der katholischen Kirche oder Beitritt von Finnland zur NATO, 5. Hungerthema, 0. Obwohl die UN immer wieder darauf hingewiesen hat, dass die Zahlen seit Corona und seit dem Ukraine-Krieg so hoch liegen wie schon seit über 15 Jahren nicht mehr. Hier sehen Sie die Entwicklungen, die Berichterstattung nach Schemata aufgeschlüsselt. Dunkelblau sind die Berichte über den Ukraine-Krieg, hellblau Corona, dunkelgrau oder hellgrau, das sind die Berichte anderer Themen und grün ist der Sport und das Hungerthema, wie Sie sehen können, spielt eigentlich gar keine Rolle. Tatsächlich wurde mehr über die britischen Royals berichtet als über den globalen Hunger. Und das noch vor der Queen, vor dem Tod der Queen, also in der ersten Jahreshälfte. Sie sehen, dass da ein eklatantes Missverhältnis existiert. Und vielleicht diese Grafik noch,
auch als sehr, sehr eindrucksvolle, glaube ich, Grafik. Über den Sport in der Tagesschau wird so viel berichtet wie über den gesamten globalen Süden, die ja 85% der Weltbevölkerung ausmachen. Also der gleiche Anteil für diese vielen, vielen Staaten wie für die Sportberichte wie Bundesliga zum Beispiel. Woran liegt das? Sie sehen hier die Ergebnisse, also dieser 15 Jahre, die ausgewertet wurden. Und jetzt zeige ich Ihnen die Grafik der Korrespondenten der ARD, wie sie verteilt sind. Dunkelblau sind die Fernsehreporter und hellblau die Radioreporter. Und Sie sehen, das stimmt sehr stark mit der Berichterstattung überein. Also ein dichtes Netzwerk im sogenannten Westen und sehr große Lücken im globalen Süden. Das Fernsehstudio in Prag in Tschechien hat 2 Fernsehreporter und ist verantwortlich für ungefähr 16 Millionen Menschen, also mit den 2 Staaten Tschechien und Slowakei. Die 2 Reporter decken sozusagen diese beiden Staaten ab. Und ich glaube, die nächste Grafik verdeutlicht einfach, wie sozusagen fundamental unterschiedlich das Korrespondentennetzwerk im globalen Süden aussieht. Sie haben im Fernsehstudio der ARD in Nairobi in Kenia ebenfalls 2 Korrespondenten, also genau wie in Prag. Die sind aber für 38 Staaten verantwortlich mit 870 Millionen Einwohnern. Das heißt, haben ein Gebiet abzudecken, das so groß ist wie 3/4 von Europa ungefähr. Ja, das waren die wichtigsten Grafiken, die ich Ihnen gerne zeigen wollte, um einfach zu verdeutlichen, wie fundamental unterschiedlich die Wahrnehmung sozusagen und auch die Abbildung in den Nachrichten ist, wenn es um den globalen Süden geht, beziehungsweise um den sogenannten Westen. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Ludescher. Ich finde, das sind ja wirklich sehr eindrückliche und auch unbestechliche Zahlen, die Sie da erhoben haben. Es wurde jetzt im Zuge der Debatte um das Buch von Richard David Precht und Harald Welzer der Vorwurf erhoben, ja, das könnt ihr ja alles gar nicht wissen. Setzt euch erstmal hin und macht da Studien, ob die Ukraine-Berichterstattung wirklich so einflussreich ist, und dann reden wir nochmal drüber. Das ist natürlich ein absurder Vorwurf, weil sowas braucht eben eine gewisse Zeit, und damit es eine gewisse Qualität hat, muss es natürlich auch sozusagen entsprechend seriös gemacht werden. Aber diese Zahlen, die belegen eigentlich, glaube ich, die Verengung des Blickes, von denen ja auch Welzer und Precht sprechen, ganz, ganz eindrucksvoll. Und deswegen fand ich das so spannend. Jetzt kommen wir aber sozusagen hier anhand auch so eines Befundes, der steht ja pars pro toto für etwas. Der steht für eine Verengung des Blicks, die auch euch im Bereich Animationsfilm und Kurzfilm, die ja oft sehr poetische Formate sind, die teilweise, obwohl sie kurz sind, aber auch langsame Formate sein können, die euch auch betreffen, weil sozusagen in der Mainstream-Welle der Medien dafür offenbar kein Platz mehr sein soll. Jetzt wurde ja diskutiert, sozusagen den letzten Kurzfilm-Sendeplatz bei Dreisat abzuschaffen. So, wie erklärt ihr euch eigentlich, dass man mit diesen beiden Gattungen und Formen so stiefmütterlich umgeht, so ähnlich stiefmütterlich wie hier das Abbilden von 80% der Weltbevölkerung? Ich glaube, das liegt in jedem Fall daran, dass der Kurzfilm eine Vielfalt reinbringt, eine formale Vielfalt und eine inhaltliche Vielfalt. Und das führt zu einer Überforderung. Man muss viel mehr auswählen, man muss kuratieren. Also wenn wir jetzt von öffentlich-rechtlichen Plattformen sprechen, und da müsste sich jemand damit beschäftigen. Und das ist aus meiner Sicht eine Überforderung für das System öffentlich-rechtliches Fernsehen. Was meinst du genau mit Überforderung? Also wofür? Da reden wir ja über die Strukturen schon. Ne? Da reden wir davon, dass es da irgendwie keine Resonanz gibt für das, was euch in diesen beiden filmischen Formen, Formaten wichtig ist. Richtig. Wir haben auch immer wieder versucht, ins Gespräch zu kommen, und wir haben auch Vorschläge gemacht, wie einen Kurzfilm vor den Tatort zu zeigen. Und es wurde immer wieder gesagt, das geht nicht, das sprengt das Schema. Das Schema war immer dominant. Und das zweite Argument war, dass die Zuschauer daran nicht gewöhnt sind. Das wäre eine Überforderung der Zuschauer. Aus meiner Sicht war das eine Überforderung der Entscheiderebene in erster Linie. Annegret, für den Bereich Animationsfilm. Im Kinderfilm ist es, glaube ich, ein bisschen anders, aber ein ausgesprochenes Anliegen auch von dir ist ja, sozusagen den Animationsfilm auch in seiner ganzen Bandbreite auch zu sehen und wert zu schätzen. Genau, wie ist dein Befund? Genau, du hast es gerade angesprochen. Also Animationsfilm wird, wenn überhaupt, im Fernsehen nur im Kinderbereich wahrgenommen.
und auch dort eben sehr begrenzt, auch vorwiegend im Serienbereich, wenig Kurzfilm. Und die wenigen Sendeplätze, die es gibt, die kennen Sie alle. Das sind dann zum Beispiel das Sandmännchen oder Sesamstraße. Und bei Sesamstraße wird jetzt zum Beispiel keine deutsche Animation mehr in den nächsten Jahren in Auftrag gegeben. Also es ist vor allen Dingen für deutsche Produzenten sehr, sehr schwierig, Animationsfilmformate im deutschen Fernsehen zu platzieren. Es ist tatsächlich so, dass der Anteil der Animation auf der gesamten Sendefläche an Animation schon nur 0,2% bei der ARD beträgt, was ja schon recht wenig ist. Und davon sind aber, wir haben mal eine Woche im Jahr 2017 in einer Studie analysiert, da wurden dann 704 Animationsformate gezeigt. Und innerhalb dieser Formate, die oft sehr, sehr kurz waren und wie gesagt fast ausschließlich im Kinderbereich, waren nur 77 wirklich mit Effekten für Deutsche, also majoritäre deutsche Produktion oder eigenständig deutsche Produktion. Und das ist schon ziemlich erschreckend, wenn man sich das überlegt, wie wenig das eigentlich ist. Und beim Kika, der ja dann immer gerade von ARD und ZDF vors Loch geschoben wird, wenn man sagt, ja, wir möchten ja mehr Animation haben, die sagen, ja, wir haben ja den Kika. Der Kika hat natürlich sehr viele europäische Produktionen, aber die deutschen Produktionen nehmen innerhalb dieser europäischen Produktionen auch nur ungefähr 19,3% ein. Also auch dafür, dass es ja ein deutscher Sender ist, der seine eigenen Produzenten und auch die deutsche Realität abbilden sollte in den Formaten für Preschool- und Grundschulkinder im Kika, ist das sehr, sehr wenig, was da wirklich tatsächlich in Auftrag gegeben oder auch lizenziert gekauft wird. Also das ist wirklich ein Problem, weil sich die Animationsfilmproduzentinnen in Deutschland wirklich alleingelassen fühlen. Wir reden jetzt hier über Kinderformate, aber es gibt natürlich ja auch noch die Erwachsenenanimation. Und die gibt es im Fernsehen überhaupt nicht. Die Leute wissen gar nicht, wen sie da ansprechen sollen. Und wenn man zu einer fiktionalen Redaktion geht, also Programmdirektion, die sagen, da sind wir nicht zuständig, geht zu den Kinderredaktionen. Und die Kinderredaktionen sagen, ja, das ist aber kein Stoff für Kinder, was wollt ihr hier? Und also das ist total absurd. Und wie gesagt, eigentlich eine Posse, wenn man sich das überlegt. Und davon abgesehen, noch ein weiteres Argument, Animation wird immer als, ist doch viel zu teuer, können wir uns nicht leisten, abgetan. Und das stimmt auch nicht. Die Produzentinnen versuchen mit neuen innovativen Technologien kostengünstiger zu arbeiten. Ich sage jetzt nur Game Engines zum Beispiel, die eingesetzt werden, um auch Sachen schneller zu rendern. Da gibt es ja wirklich Versuche und gerade Animation ist wahnsinnig schnell und innovativ und eigentlich genau das, was die öffentlich-rechtlichen Sender wollen, nämlich vorn dran sein und vor allen Dingen eben auch eine Zielgruppe erreichen, die jung, dynamisch und vorn dran ist. Und damit tun sie sich wirklich keinen Gefallen, dass sie einen großen Teil der Animation, nämlich der für ein jugendliches oder erwachsenes Publikum, außen vor lassen. Also das ist ja schon insofern interessant, weil wir reden ja über dieses Thema, aber wir reden auch über die Abbildung des globalen Südens ja seit ich selber Filme mache. Es gibt diesen Fernsehworkshop Entwicklungspolitik. Es gibt jetzt diese Untersuchung. Es gab immer wieder Studien, auch von Fritz Wolf zum Bereich des Dokumentarismus, wie einseitig das ist. Jetzt hören wir vom Bereich Kurzfilm, Animationsfilm sozusagen, dass es da auch keine rechten Resonanzräume gibt. Wenn ich bin Ethnologe und Filmemacher, etwas im außereuropäischen Ausland machen will, dann habe ich schon bestimmt 5-mal gehört, das geht nur da, wo deutsche Touristen in nennenswerter Anzahl hinfahren. So, also wir diskutieren seit 20 Jahren, glaube ich, über diese Themen. Ich kann mich erinnern, Jana Czernik hat in einem Videocall der DAF mal gesagt, sie fühlt sich wie so jemand, der so an den Türen kratzt und rutscht immer so runter und es passiert nichts. Und das ist einer der Gründe dieser Befund, weswegen wir sagen, wenn wir wirklich was ändern wollen, dann geht es nicht in den Strukturen, mit denen wir es da zu tun haben, sondern dann muss man quasi anhand der Bedarfe, die formuliert werden müssen von unserer Seite, sich wirklich Gedanken machen über andere und neue Strukturen. Merle, was könnten das für Strukturen sein? Wenn wir zum Beispiel über das Redaktionswesen jetzt reden, jetzt wurde sowohl von Annegret als auch von Jana gesagt, also da fühlt sich keiner zuständig. Hat das Redaktionswesen möglicherweise, wie wir es haben, bestimmte nicht heilbare Fehler, die man aber sozusagen über ein anderes System vielleicht
ausmerzen könnte. Ich glaube, das geht um zwei Begriffe eigentlich, Bewusstsein und Beteiligung. Also die fallen mir jetzt spontan sofort dazu ein. Wenn ich unterrichte, mit meinen Studierenden spreche über Fernsehen, dann sagen die meisten von denen als allererstes, Fernsehen spielt für mich keine Rolle. Gucke ich nicht, weiß nicht, lineares Fernsehen gibt es gar nicht mehr für mich. Und dann habe ich das Gefühl, okay, ich gehöre zu einer Generation, die vielleicht die letzte ist, die das noch kennt, die damit aufgewachsen ist und die jetzt auch angetreten muss, um das sozusagen für das einzutreten, für was das öffentlich-rechtliche Fernsehen vielleicht mal stand oder vielleicht auch immer noch steht. Ich will das gar nicht absprechen. Aber Bewusstsein heißt Bewusstsein für die Dinge, die fehlen, also das, was wir gerade benannt haben und was Herr Lüdischer benannt hat und was wir als DokumentarfilmerInnen jeden Tag spüren, wenn wir hören, geh dahin, geh dahin, geh dahin, Kinokopro geht nicht, das geht nicht, geh zu Arte, wenn du im Ausland drehen willst, Arte sagt, nee, hatten wir letztes Jahr schon. Also diese ganzen Dinge, die fehlen, darüber ein Bewusstsein zu schaffen. Beteiligung heißt, wer entscheidet eigentlich über was? Also, und ich bin eine große Freundin der Selbstverwaltung und selbst, also ich finde, beteiligt müssen auch die sein, die arbeiten. Und das ist total auseinandergedriftet. Ich glaube, das war auch mal anders im Fernsehen. Ich glaube, am Anfang, als Idee dieses öffentlich-rechtlichen Modells, da wurde ja zwischen Redaktion und, ich sage mal, Filmschaffenden ganz eng und über Jahre zusammengearbeitet. Im Moment habe ich das Gefühl, wir haben es da mit so einer Verwaltung von Geldern zu tun und ich glaube auch, dass das den Redakteurinnen zum Teil sehr unangenehm ist. Die kriegen halt so und so viel tausend Dinger auf den Tisch und dann müssen die das abarbeiten, so maschinell quasi, und dann geht Kurzfilm nicht, weil da ist die Sendeminute dann zu kurz, also sozusagen, und Animation geht nicht und das Dokumentarische geht nicht, wenn es nicht bestimmte Formate erfüllt. Und das funktioniert so nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr. Jetzt hast du ja auch, bist du ja beteiligt in einer Ausbildungsinitiative, ja, seit einigen Jahren schon. Das ist die, sag bitte mal kurz den Namen, die PMMC heißt, PMMC. Steht für, damit man natürlich regional auch irgendwie sich aufstellen kann, steht für Professional Media Masterclass. Es geht aber eigentlich, also in Halle Saale ist das, und es, mit Unterstützung der MDM dürfen wir da jedes Jahr 10 Leute ausbilden in dokumentarischer Praxis, künstlerisch-dokumentarischer Praxis, und die Idee ist halt eine ganzheitliche, offene, diverse Praxis dokumentarischer Arbeit überhaupt mal als Idee zu installieren. Plus, und das ist mir auch ein wichtiges Anliegen, die Frage, wie ist Film eigentlich als gemeinschaftlich erzeugtes Gut? Also wir unterrichten generalistisch, keine Gewerketrennung, und wir unterrichten tatsächlich sehr stark auf das Kollektiv ausgerichtet. Also wie können wir gemeinsam Filme herstellen und welche überhaupt? Jetzt habe ich gelesen bei euch, sozusagen, ihr bezieht euch ja auch auf die medienpolitischen Utopien des 20. Jahrhunderts, nämlich das öffentlich-rechtliche Fernsehen, was ja eine tolle Idee war und eigentlich auch noch ist, aber auch das Kino, das spielt für Kurz- und Animationsfilm auch eine Rolle und wird man auch nicht aufgeben wollen, aber auch das Museum als Ort sozusagen der Begegnung, als Wissensspeicher spielt da eine Rolle, aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, es muss uns irgendwie gelingen, über kluge und innovative Konzepte, das eben in die Gegenwart zu übersetzen. Und deswegen sitzen wir ja heute hier, weil wir uns darüber wirklich intensiv Gedanken machen. Es ist eben nicht getan, zwei Stellschräubchen bei ARD und ZDF so ein bisschen neu zu justieren und dann läuft es, sondern wir brauchen da einen fundamentalen Wandel. Jetzt komme ich zu der Frage an euch alle drei. Wenn wir über Entscheidungsstrukturen reden, wir haben uns ja so ein Modell überlegt mit sehr schnell wechselnden Jurys, die divers besetzt sind, die aber, wo es aber auch so ist, dass einzelne Jurymitglieder im Zweifelsfall auch mal mit einer Joker-Funktion alle anderen überstimmen können, wenn sie sagen, das ist ein Projekt, das muss auf jeden Fall gemacht werden. Und wir haben auch sogar eine Zufallslos-Komponente da eingebaut, weil wir wissen inzwischen aus der sozialwissenschaftlichen Forschung, dass diese Loskomponenten für eine größere Öffnung des Systems sorgen und ganz erstaunliche, oft sehr kreative und innovative Ergebnisse zeitigen. Ihr habt euch ja vielleicht so ein bisschen beschäftigt sozusagen mit diesem Modell. Was ist davon in euren Augen sinnvoll? Was muss man noch verbessern? Ist das überhaupt etwas, was so ein Redaktionssystem mit all seinen vielleicht nicht heilbaren Fehlern und Schwächen ersetzen oder ergänzen kann? Dann fange ich mal kurz an damit. Ne? Ja, also das Problem, was
gerade auch die Animationsfilmschaften haben, ist ja eben zum einen, dass es gar keine Redaktionen gibt, die für sie zuständig sind, oder eben, dass die Redaktionen MangelverwalterInnen sind von einem Budget, was sowieso nicht ausreichen würde, um all die spannenden, tollen, wirklich auch künstlerisch wertvollen Filme zu machen. Und eine Idee auch des Medieninnovationsfonds ist ja auch, das so ähnlich aufzubauen wie das NFB in Kanada. Und wenn wir nach Kanada schauen und schauen, was am NFB für Animationsfilme entstehen, die dann weltweit wirklich auf den Festivals Preise gewinnen und wirklich durchstarten. Und mittlerweile ist es so, dass ganz viele europäische Regisseurinnen nach Kanada gehen und dort für das NFB tatsächlich Filme machen. Sie werden quasi eingekauft, weil sie so eine starke Stimme haben und weil sie in Deutschland, respektive Europa, auch keine Chance haben, diese Art von Film so umzusetzen, wie sie umgesetzt werden müssen, nämlich mit der nötigen Zeit, mit dem nötigen Budget und dem Rahmen, den es braucht. Also das heißt, diese Grundlage zu haben, auch Dinge zu erzählen, die wirklich erzählt werden sollten, die starken Regiestimmen oder auch Drehbuchstimmen wirklich eine Möglichkeit zu geben, sich auszudrücken, die sehe ich momentan im deutschen Fernsehen eben nicht, weil es da eben nur um Quoten geht oder eben um Redaktionsenge auch, dass man passt in die Formate, die es gibt und vor allen Dingen in die Budgets, die zur Verfügung stehen. Und wie gesagt, bei uns fallen wir da größtenteils raus. Und wenn es dann eben eine Jury gibt, die entscheidet über Themen, über Projekte, unabhängig und frei, dann kann ich mir vorstellen, weil so sehe ich das in vielen Gremien, in denen ich jetzt auch schon gesessen habe, Animationsfilm hat eine sehr, sehr gute Chance, ganz unterschiedliche Themen sehr, sehr intensiv und sehr gut zu behandeln und vor allen Dingen auch mit einer Art, die Menschen auf sehr vielen Ebenen berühren kann. Das heißt, eigentlich sollte es ja auch ein Anliegen der öffentlich-rechtlichen Sender sein, programmatische Vielfalt sowohl in den Inhalten als auch in den Techniken zu haben, auch in den Formaten. Und dass eben der Animationsfilm so zu kurz kommt, würde ich jetzt mal sagen, ohne dass das Wort jetzt wirklich das ausdrückt, was ich damit meine. Also es ist wirklich die Vielfalt der Techniken und der Darstellungsform ist für alle Themen, die man sich vorstellen kann, von Nachrichten bis hin zu tiefen philosophischen oder psychologischen Problematiken einfach unzählbar. Aber Annegret, ist nicht der Befund gerade, dass die Vielfalt, die wir, glaube ich, alle hier als Bereicherung betrachten würden, in Parenthese, wir geben gerade als DAF ein Buch heraus, Medienzukunft 2025, wie kann Vielfalt gelingen? Klammer zu, ist nicht, wenn wir gucken, eigentlich genau das der Punkt, dass man eigentlich in dem System geradezu Angst vor dieser Vielfalt hat, wenn man es wirklich mal genau nimmt. Wir kennen die Programmuntersuchungen, wir wissen, es gibt immer mehr vom Immergleichen, es gibt die Krimiflut, es gibt bestimmte auch Doc-Formen, die immer wieder kommen, Ratgeberformen. Warum diese Angst vor der Vielfalt? Warum hat man es nicht sozusagen, warum kann man das nicht adressieren und geht das vielleicht einfach aufgrund der strukturellen Bedingungen nicht? Das ist ja wirklich unser Punkt, dass wir sagen, wir müssen diese Strukturen ändern, um das, von dem wir glauben, dass es notwendig, zeitgemäß, innovativ ist, auch wirklich möglich machen zu können. Genau, also ich, für die Animation kann ich nur sagen, ja, diese Ängste sind sicherlich da, weil man bei der Animation zunächst nichts sieht und lange Zeit nichts sieht, eigentlich bis es fertig ist, nichts sieht, sondern man muss Vertrauen haben in die Produktion und in die Menschen und man muss an den Inhalt, an den Stoff, an das Treatment glauben und vielleicht den Animatic, wenn man ihn dann irgendwann sieht. Aber das ist ein großes Problem, damit können Redaktionen nicht umgehen, die ja vorwiegend im Spielfilmbereich trainiert sind oder im Journalistischen. Ich habe oft das Gefühl, dass Drehbücher nicht gut gelesen werden. Und deswegen glaube ich, wenn es die Möglichkeit gibt, unabhängig davon genau diese Sachen zu produzieren, dann hat man den fertigen Film und dann kann man den fertigen Film zeigen. Oder man kann den Piloten für die Serie machen und muss eben nicht vorher an der Tür einer Redaktion stehen und sagen, bitte, bitte, lasst mich den Pilot machen, damit ihr seht, dass das eine großartige, wirklich wertvolle Serie für unsere Kinder oder für die Erwachsenen sein könnte. Mhm. Also deshalb denke ich, ist es wahnsinnig wichtig, dass es unabhängige Strukturen gibt.
Wenn wir über die Vielfalt sprechen und über die Angst vor dem, was man noch nicht kennt, können wir vielleicht auch über das Offene reden, ins Offene drehen im Dokumentarischen. Offene Formen haben es enorm schwer. Auch dazu gibt es mehr als genug sozusagen Untersuchungen. Das ist, glaube ich, die gleiche Angst, die sich da manifestiert. Ne? Das System offen ist ja das Gegenteil von geschlossen. Und im Moment gibt es geschlossene Häuser. Es gibt das geschlossene Haus Fernsehen mit einem großen Riegel vor, mit auch Ängsten. Wie geht es weiter? Wie gibt es überhaupt eine Zukunft? Es gibt das geschlossene Haus Kino. Gibt es uns überhaupt noch in 5 Jahren? Es gibt überall geschlossene Türen und geschlossene Häuser. Und so wie ich euer Haus verstehe, ich finde, das ist auch eine gute Metapher, soll das ja ein offenes Haus sein, auch was Jurys und auch was Lizenzmodelle. Und ich finde, das muss man auch alles mitdenken, sonst funktioniert es nicht. Wir müssen sozusagen ein Haus mit offenen Türen auch in andere Richtungen, besonders auch in andere Richtungen, weg von diesem nationalistischen oder wie auch immer, das darf nicht. Also wir müssen offene Häuser denken mit offenen Strukturen. Und wo Räume sozusagen miteinander zusammengehen. Ich glaube, mit diesen Trennungen von, ne, das eine ist Kunst, das andere ist keine Kunst, das andere ist eine offene Form, das andere ist journalistisch, ne, wertvoll, damit kommen wir nicht weiter, weil das ist auch so absurd, weil das Einzige, wo das überall zusammenläuft, sind die sozialen Medien. Die machen sich darüber gar keine Gedanken. Die Leute stellen einfach Dinge ins Netz und wir stehen da und sagen immer noch, ja, aber das ist nicht und das passt nicht in dieses Format und das kommt mir so total antiquiert vor. Ich glaube, wir leiden an einer Überformatierung, also im Bereich Förderung definitiv, da geht das schon los. Und dann eben auch in der Verwertung oder in der Ausspielung oder in der Sichtbarkeit. Und da ist natürlich eure Idee jetzt hier so eine Einladung in so eine Laborsituation. Und das ist das Reizvolle eigentlich daran. Weil so weiterzumachen macht, glaube ich, keinen Sinn. Genau. Das macht ja auch für Verleiher keinen Sinn. Es macht für die meisten kleineren Produzenten eigentlich schon lange keinen Sinn mehr. Das ist eben, und für die Kreativen ist es eben auch vielfach sehr, sehr schwierig, vor allem für die Kreativen, die in diesem Bereich eben unterwegs sind. Der, und jetzt komme ich nochmal auf den Begriff, es ist ja doch eher eben Slow Media. Ne? Es sind Projekte, über die wir reden, die einen langen Vorlauf oft haben, im Doc-Bereich oft lange Recherchezeiten, Begleitungs-, Beobachtungs-, Postproduktions-, Produktionszeit, Nachbereitung und all das spielt eigentlich in der Logik eines vermeintlich modernen Mediensystems mit Medienhäusern, extrem arbeitsteiliger sozusagen Strukturierung, ja fast keine Rolle mehr. Jetzt bin ich nochmal bei Welzer und Brecht. Der Brecht hat jetzt einige Male dieses Bild gezeichnet von die Fotografie hat die Malerei abgelöst. Was hat die Malerei dann gemacht? Sie ist in einer ungeheuren Vielfalt aufgegangen danach. Ne? Also wir können im Grunde mit diesem schnellen Journalismus mit Nachrichten und mit der Dynamik in den sozialen Medien nicht konkurrieren. Das heißt, wir müssen uns gerade auch im öffentlich-rechtlichen Bereich auf was anderes wirklich mit Mut und Entschiedenheit fokussieren, zumindest solche Inseln schaffen, wo das wieder möglich ist und auch sichtbar wird. Herr Ludischer, wir haben Sie gar nicht vergessen. Jetzt würde ich Sie auch gerne fragen. Sie haben ja jahrelang an diesem tollen Projekt gearbeitet und ich werde nicht müde werden, das in alles einzuspeisen, sozusagen, wo das sinnvoll ist. Haben Sie denn mal mit Redaktionen selber gesprochen oder mit Senderverantwortlichen, mit Intendanten? Das sind ja wirklich erschütternde Ergebnisse, die an Eindeutigkeit ja nicht zu übertreffen sind. Aber wie ist denn die Resonanz von dem System, über das wir gerade hier reden, auf Ihre Studienergebnisse? Ja, also natürlich habe ich die Ergebnisse der Tagesschau zukommen lassen, oder Tagesschau-Redaktion, und war da sehr gespannt auf die Ergebnisse. Dort habe ich auch Antwort bekommen. Ich hatte den Eindruck, dass man die Ergebnisse zur Kenntnis genommen hat, allerdings nicht wirklich darauf eingegangen ist, was die Problematik sei. Also eine konkrete Antwort, wieso diese Verteilung so ist, wie sie nun eben festgestellt wurde durch die Studie, habe ich auch nicht erhalten. Wir haben im Vorgespräch so ein bisschen geredet, was müsste sich denn aus Ihrer Perspektive ändern, damit man dieses maximale Ungleichgewicht, diese Verengung des Blicks, diese geradezu koloniale Attitüde eigentlich in den Griff kriegt? Also unbedingt notwendig wäre eine dichtere Verteilung des Korrespondentennetzwerks in den Staaten des globalen Südens. Wir haben ja diese Grafik vorher gesehen, dass der sogenannte Westen sehr gut abgedeckt ist, dass da aber auch unglaubliche Lücken im globalen Süden herrschen. Und dann ist es natürlich auch kein Wunder, wenn viel mehr Berichte vom sogenannten Westen stattfinden.
Man müsste natürlich auch versuchen, in die Redaktionsräume hineinzukommen mit unkonventionellen Themen. Es gibt ja häufig den Vorwurf, dass sozusagen ein Diskurszirkel stattfindet, dass nur Themen, die ohnehin schon in der Öffentlichkeit eine gewisse Aufmerksamkeit genießen, auch weiter tradiert werden. Also die einzelnen Medienbereiche sind ja nicht unabhängig voneinander, sondern natürlich schaut man links und rechts. Was machen denn die Konkurrenten? Das gilt auch über die Gattungsgrenzen hinaus. Also der Spiegel schaut, was bringt die Tagesschau, was bringt die Süddeutsche, was bringt die FAZ und so weiter. Und so ist es ganz schwierig, diesen Diskurszirkel von ganz eingefahrenen Themen zu durchbrechen, weil ja alle anderen Medien auch eben auf den entsprechenden Nachrichtenzug aufspringen. Und damit etwas unkonventionell zu kommen, vielleicht einem Thema des globalen Südens mal vielleicht eine Schlagzeile zu widmen, ist da ganz, ganz schwer. Bestätigt nicht Ihr Befund auch die These wieder von Brecht und Wälzer? Cursor-Journalismus, Texte generieren Texte, Themen müssen eine Fallhöhe haben, aber im Zweifelsfall haben Themen eben dann die Fallhöhe, wenn andere Institutionen, die ein Thema aufs Plateau heben können, das schon getan haben, man sich dann eben anschließt an das und das eben dann so eine Kreisbewegung eigentlich ist. Ist das so auch Ihr Befund letzten Endes? Ja, auf jeden Fall. Also man merkt ja sozusagen, dass kaum ein führendes Medium oder ein der traditionellen Großmedien, die in Deutschland existieren, dass da mal ein neues Thema ausprobiert wird oder funktioniert. Die meisten Schlagzeilen drehen sich doch um die gleichen Themen und über die gleichen Bereiche. Das ist ganz, ganz deutlich am Ukraine-Krieg deutlich geworden. Also da haben wir ja auch natürlich, ich möchte das auf keinen Fall in Abrede stellen, das ist ja ein Ereignis von allergrößter Bedeutung. Aber gleichzeitig zum Beispiel, gerade jetzt findet in der Region Tigray in Äthiopien ein Bürgerkrieg statt. Und es gibt keine einzige Zeitschrift, keine Zeitung, die diesen Konflikt und diesen Bürgerkrieg in der Tigray-Region mit über 100.000 Toten mittlerweile, wie ich festgestellt wurde, eine Schlagzeile gewidmet hätte. Ja, was soll man dazu sagen? Naja, der findet nicht statt. Und auf der anderen Seite gibt es ja Medien mittlerweile, die sind diverser, die sind differenzierter, aber das sind nicht unbedingt die, von denen wir uns vorstellen, dass sie in irgendeiner Weise demokratischen Prozessen unterliegen oder so. Es gibt sicher auch irgendeinen Kanal, wo ich was finde, aber wie finde ich den denn überhaupt über den Bürgerkrieg, den Herr Lüdischer gerade angesprochen hat? Also es ist ja nicht so, dass die Informationen nicht zur Verfügung stehen, aber die Frage ist, wo können wir eine Plattform schaffen? Und Plattformhaus ist, Harun Varocki hat es die Bibliothek der Bilder genannt, das finde ich immer wieder wichtig als Begriff, auch was unsere Archive angeht übrigens, also öffentlich-rechtliche Archive. Also wir brauchen Plattformen, wo wir gemeinsam etwas schauen und dann darüber reden können. Wenn jede und jeder irgendwo irgendwas sieht, oder dann bleibt irgendwie diese Frage, ne, was macht denn Information mit mir, wenn die keinen Output, keine Resonanz mehr findet. Das heißt, wir brauchen Räume. Aber das ist ja, Haus braucht Räume. Ja, das ist ja aber gerade natürlich auch, jetzt bin ich mal kurz einen Moment Advocatus Diaboli, natürlich auch die Befürchtung der Sender, nämlich dass sie, wenn sie solche Räume öffnen, aber da ist dann keiner oder ist dann erstmal keiner, dass sie dann weiter quasi in die Bedeutungslosigkeit abrutschen. Aber jetzt ist ja auch schon keiner mehr, also keiner unter 60 irgendwie. Und es hat sich ja auch gezeigt mit Funk, da haben sie ja versucht, solche Räume zu öffnen, indem sie erstmal Produktionsfirmen, junge Leute mit verschiedensten Themen gesucht haben. Und das hat sich ja ganz gut angegangen. Und es gibt ja mittlerweile auch über die Social-Media-Kanäle den Versuch, Funk als Rahmen zu binden, wo dann auf bestimmte Themen aufmerksam gemacht wird, weil es geht natürlich darum, auch eine Sichtbarkeit zu haben. Und Funk ist für die meisten irgendwie nichts Greifbares, ist es ja auch nicht tatsächlich, weil es so vielfältig ist. Aber wenn es die Chance gibt, es eben sichtbar, eine Sichtbarkeit herzustellen über die Kanäle, wo eben auch die Zielgruppen sind, dann gelingt es eben auch Themen, die vielleicht nicht auf den ersten Blick für die jeweiligen Menschen aktuell waren oder eben auf einem Tableau lagen, nach oben zu bringen. Also ich sehe das bei Instagram zum Beispiel, wenn Funk mir was anzeigt in der Timeline, ich finde das spannend und das ist nicht unbedingt das, was ich so im Alltäglichen sonst konsumiere. Und ich werd immer neu gefüttert und das ist es ja. Wir wollen ja eigentlich
diese Art von Informationen. Und wir brauchen das ja auch als Menschen, dass wir angeregt werden, noch mal was Neues kennenzulernen. Das heißt, die Idee gibt es schon, aber sie findet ja sonst außerhalb dieser Räume, dieser kleinen Räume, und Funk ist ja auch extrem schlecht finanziert, muss man ja auch dazu sagen, ne? Also dementsprechend, es gab diese Ansätze oder es gibt sie, aber sie werden meines Erachtens noch nicht wirklich ausgebaut und es braucht einen Gegenentwurf dazu auch. Also zu Funk, wenn ich da nur einmal einhaken darf, es gibt ja eine Studie von Christopher Buschow von der Universität Weimar zur Innovationslandschaft im deutschen Mediensystem, und da ist er zu zwei Sachen habe ich mir gemerkt. Zum einen, dass es extrem schwierig ist, aus innovativen journalistischen Ideen auch Geschäftsmodelle zu machen in Deutschland. Das weiß jeder, sozusagen ganz viel von dem, was wir alle tun, ist passion-driven, wie man heute so sagt. Ja, das kann man jetzt von ganz verschiedenen sozusagen Positionen aus diskutieren. Aber das ist das eine, was er gesagt hat. Und das andere, dass die erfolgreichste und weittragendste Innovation in der deutschen Medienlandschaft der letzten 10 Jahre tatsächlich Funk war. Und das ist auch, glaube ich, kein Zufall, denn natürlich ist auch Funk noch passion-driven, aber immerhin hat man mal ungefähr 50 Millionen Euro in so ein Projekt investiert. Übrigens nicht auf Druck der Sender, sondern auf Druck der Politik. Man musste die Sender ja da zum Jagen fast tragen. Und hier wird es wahrscheinlich ähnlich sein am Ende des Tages, wenn es gelingt, sowas zu machen. Und Funk ist ja auch noch viel näher an den Sendern dran, als wir das für unser Modell uns tatsächlich vorstellen. Also ich glaube, da hast du recht. Ich habe ja ein bisschen als Advocatus Diaboli, wenn man das versucht, dann klappt das auch. Und zumindest ist doch richtig was passiert mit Funk. Jana. Aber wir sprechen ja von gebührenfinanzierten Fernsehen. Und einer Medienproduktion. Oder Medien. Ja. Und ich würde schon erwarten, dass gerade dort Experimente gemacht werden. Wo sonst, wenn nicht dort? Und wenn Funk sozusagen das letzte oder das erste, letzte Experiment ist, dann ist es natürlich, und nur auf Druck auf der Politik, dann ist es erschreckend. Dann finde ich das wirklich erschreckend und skandalös. Hm. Ja, aber das ist ja eben das sozusagen, was wir dauernd erleben letzten Endes. Ne? Und deswegen denke ich, ist Funk so ein bisschen auch eine Hoffnung dafür, dass man eben auch weitergeht und andere Modelle auch zumindest in Erwägung zieht. Lasst uns vielleicht nochmal über das Thema Qualität sprechen. Es ist ja immer die Frage, sozusagen, wie man Qualität überhaupt evaluieren kann. Wir haben diese lange und eigentlich unsägliche Debatte über die Quote, und dann wird immer die Qualität gegen die Quote ausgespielt. Dabei gibt es ganz viele Interdependenzen auch und so. Und wir reden seit einiger Zeit sehr stark auch durch ein Buch des geschätzten Kollegen Hermann Rothermund über den Begriff des Public Value, des Gemeinwohls. Nun ist das, wenn man das richtig die Sender, so ist jedenfalls die Analyse von Hermann Rothermund, haben so ein bisschen eigentlich den Gemeinwohlbegriff pervertiert, weil sie sagen, wir stellen doch Qualitätsinhalte her. Dabei geht es ja aber eben nicht nur um die Inhalte, sondern es geht ja auch um die Art und Weise der Governance, wie die Institution geführt wird. Ist das fair? Ist das umweltverträglich? Ist das vielfältig? Also ich kann es auch nochmal nennen, also es geht um soziale Verantwortung, Umweltstandards, Transparenz, Teilhabe, Dialog, Vertrauensbildung, Nachhaltigkeit. Das müsste eigentlich ein ganzheitliches Public-Value-Konzept ausmachen. Aber da sind wir nach meiner festen Überzeugung eben auch in den Sendern weit davon entfernt, weswegen solche Aspekte in ihrer Gesamtheit eben von vornherein auf dem weißen Blatt Papier in so einen Medieninnovationsfonds quasi fließen müssten. Genau, das Haus hat ein ganz anderes Fundament, ne? Das, was wir bauen müssen. Und da, glaube ich, müssen alle sich beteiligen, auch die Sender. Aber man kann jetzt nicht den Sender oder das öffentlich-rechtliche Fernsehen umbauen und sagen, wow, guck mal, Kurzfilme, die waren schon immer total innovativ. Wenn ihr die jetzt mal, und auf der Medienplattform, in der Mediathek, ist doch völlig egal, ob wie lang der Film ist, wenn der toll ist und gesehen wird, dann habt ihr da ein Fenster. Aber das wird, glaube ich, nicht mehr so, in der Form wird das nicht funktionieren mit den bisherigen Strukturen. Vielleicht muss man sogar so weit gehen, dass man sagt, man muss ARD und ZDF entlasten, ne, indem man einfach was Neues schafft, weil dann müssen die sich damit nicht mehr auf diese sozusagen mit diesen ungeliebten Kindern abgeben. Ne? Ist das vielleicht? Ja, ja, schon für eine Einbeziehung, weil ich glaube, auch bei ARD und ZDF und in den Öffentlich-Rechten sitzen Leute, die sich genau darüber Gedanken machen gerade. Und ich kenne auch und arbeite auch mit Leuten, die das tun. Und ich finde das total produktiv, gemeinsam darüber nachzudenken. Aber wir müssen dafür die Strukturen öffnen. Ich glaube, innerhalb der Strukturen wird das nicht funktionieren.
Also ich denke auch, dass es, ich habe schon viele Menschen getroffen, die in den Strukturen von ARD und ZDF arbeiten und daran verzweifeln, dass die Struktur so ist, wie sie ist. Aber sie ja nicht ändern können, weil sie eben nur ein kleines Rädchen im Getriebe dieses großen Projekts sind. Und ich glaube auch, dass es da durchaus einen Austausch braucht und auch ein Miteinander und auch sozusagen die Finanzierung im besten Fall, damit rückwirkend Produktionen auch auf den Plattformen gezeigt werden können, weil die Mediatheken gerade von ZDF und ARD sind ja per se nicht schlecht und sie sind auch ein Ort, wo Leute Dinge suchen. Da kann man vieles verändern, also gerade auf der ARD Mediathek, aber es ist trotzdem so, dass das ein Ort ist, wo Menschen hingehen, weil sie nach bestimmten Dingen suchen. Und wenn dort aber keine Inhalte sind, von denen wir sagen, dass das ist das, was eigentlich noch gezeigt werden müsste, was aber nicht hergestellt wird aus unterschiedlichsten Gründen, weil es eben vom Format her nicht passt, weil es eben vom Budget her nicht passt oder weil es gerade eben nicht in den Themen der Redaktion vorkommt, dann haben wir da vielleicht eine Chance, in die Mediatheken reinzukommen, ohne eben einen Sendeplatz haben zu müssen. Also für die Animation ist das ein ganz entscheidender Punkt, weil es eben ja keine Sendeplätze gibt. Aber wir müssen unbedingt weg von diesem Geldverteilen gleich über Inhalte entscheiden. Ich halte das echt für falsch. Also diese, ich bin nur noch ein Geldverteiler oder eine Geldverteilerin, sitze in meiner Redaktion und entscheide. Das ist, glaube ich, da, so wird das nicht passieren. Ne? Das sehe ich auch so. Na, auf jeden Fall ist die Frage der Distribution natürlich eine ganz entscheidende Frage. Wir haben in unserem Modell ja vorgesehen, dass wir, wenn wir mit Beitragsgeldern so einen Fonds bestücken, dass dann tatsächlich ARD und ZDF diese Medien auch entsprechend tatsächlich lizenzieren können zu ausgesprochen günstigen Konditionen. Sie können sie auch und sollen sie sogar in die Mediatheken nehmen. Es gibt den Medienrechtler Hubertus Gersdorf, der sogar so weit gegangen ist, ARD und ZDF müssen dann analog zu den Privatsendern sozusagen Fenster schaffen, auch im linearen Programm für solche Modelle. Also rechtlich wäre das alles möglich. Die Frage ist sozusagen, was macht Sinn und ist der politische Wille da, quasi so auch einzugreifen dann in diese bestehenden Sendestrukturen. Eine andere Form der Distribution, man hat das ja bei Funk gesehen, ist dann eben die sozialen Medien, YouTube. Aber da haben wir ja festgestellt in der Debatte der letzten 2 bis 3 Jahre, dass wir natürlich gerade auch mit den Urheberverbänden an dieser Stelle massiv in Konflikt kommen, weil was man auf YouTube hochlädt oder gar CC lizenziert, sozusagen, das entzieht sich natürlich dem Zugriff sozusagen des Urhebers und einer entsprechend angemessenen Verwertungskette. Wir haben uns da sehr intensiv Gedanken gemacht zu dem Thema, haben das auch ernst genommen, waren aber auch sehr überrascht sozusagen über die Vehemenz der Vorwürfe, die auch sehr stark dann ad hominem gehen. Aber das sind natürlich neuralgische Fragen. Ja? Also für ein qualitativ hochwertiges digitales Gedächtnis muss man natürlich auch diese Formen, filmischen Formen, über die wir ja reden, vorhalten können und sichtbar machen können. Du hast eher zum Archiv dir auch viele Gedanken gemacht. Wir haben eigentlich keinen Zugriff auf das Archiv dessen, was wir da produziert haben in den letzten 70, 80 Jahren oder nur sehr, sehr eingeschränkt. Kann das ein Zukunftsmodell sein? Wir haben 2 Symposien abgehalten in den letzten 3 Jahren, wo wir tatsächlich mit allen versucht haben, in alle Ecken einmal reinzugucken dieser Debatten und wo wir natürlich auch über Urheberrecht gesprochen haben. Aber, und das ist, glaube ich, wichtig, wir reden hier immer über wirklich nicht kommerzielle Räume, also Bildungsräume. Und ich glaube, da müssen wir auch trennen, weil YouTube ist kein Bildungsraum in dem Sinne oder jedenfalls nicht so, wie es im Moment ist. Und es braucht aber solche Bildungsräume unbedingt. Und deswegen müssen wir auch dann und in diesem Kontext müssen wir auch über das Urheberrecht Recht sprechen. Weil ich finde nicht, dass wir irgendwie 50 Jahre audiovisuelles Gedächtnis einfach weglöschen können. Das geht nicht, das muss verfügbar sein. Total wichtig, weil wenn mein großer Sohn, wenn der sich irgendwas anguckt über deutsche Geschichte, dann geht er auf YouTube und dann guckt er sich irgendwelchen Kram an. Aber der kommt nicht in die öffentlich-rechtlichen Archive, der kann sich nicht eine Tagesschau von, also okay, Panorama ist jetzt, glaube ich, online, aber das ist auch das Einzige. Ich glaube, die Idee bei Funk war ja, dass man diese Zielgruppe auf Umwegen über YouTube wieder zu den Öffentlich-Rechtlichen, genau. Ob nun digital oder quasi ausgestrahlt kriegt, aber das hat nicht funktioniert. Ich finde es schwierig, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich ausgerechnet YouTube gesucht haben, um dieses neue Format, also damals neue Format,
Das kann man sehr kritisch sehen. Die BBC hat das von Anfang an ja anders gehandhabt und hat da sozusagen ein eigenes Universum. Aber auch da, da war der Wille nicht da und die Weitsicht sozusagen da auch zu klotzen und nicht nur zu kleckern. Und da hätte man vor 15 Jahren schon mit wirklich sich auch Expertise holen müssen, auch mal über den Tellerrand gucken. Das ist ja auch so ein Problem. Also wir haben jetzt angefangen, bei unseren Medieninnovationsfonds-Ideen wirklich auch über den Tellerrand zu gucken. Du hast es schon gesagt, Annegret, wir sind dann quasi naturally auf das kanadische Filmboard eben gekommen, weil die eben bestimmte Dinge machen, die wir sozusagen, auf die wir auch gekommen sind. Die machen das ja eigentlich schon. Also auch das ist eigentlich ein Prozess, in den wir gehen müssen, zu gucken, was passiert eigentlich anderswo. In Südamerika, sagt ein geschätzter Kollege, gibt es bestimmte öffentlich-rechtliche Plattformen, die wirklich frei verfügbar sind. Und da müssen wir eigentlich hinkommen. Filmgeschichte, wie kann man Filmgeschichte gerade auch im Doc-Bereich lernen, wenn diese ganzen Produktionen, die ja vielfach eben öffentlich-rechtlich waren, eben nicht verfügbar sind. Ja. Wir haben uns da Gedanken gemacht, auch in unserem Fonds, über ein Lizenzmodell, da wird in der zweiten Runde noch darüber zu reden sein. Das ist ein bisschen sozusagen trocken, aber essentiell. Auch da wieder die Form bestimmt dann auch den Inhalt. Also über diese Strukturen muss man auf jeden Fall reden. Wie würdet ihr euch das denn vorstellen können, wenn wir jetzt über die Distribution reden, von Kurzfilmen, von Animationsfilmen, vom Poesiefilm? Welche, sozusagen, seht ihr das im Kino, seht ihr das in Plattformen? Ich glaube, ihr seid da auch ein bisschen unterschiedlicher Ansicht. Jana, du glaubst ja, dass das Kino auch für diese Genres, Gattungen noch eine Zukunft sozusagen darstellen wird. Wenn du etwas produzierst mit unserem Fonds, wenn es den mal gibt, sozusagen, wie möchtest du das auswerten? Also ich denke schon, dass das Kino also für Kurzfilme funktioniert, aber im kleineren Bereich. Die größte Plattform sind Festivals, und die finden auch in Kinos statt, muss man auch mal sagen, weil es da auch um das physische Zusammenkommen geht. Ich denke, dass Fernsehen oder Plattform oder die Mediatheken kein Ersatz dafür sind. Daher denke ich, wird es erstmal auch so bleiben. Ich produziere keine Kurzfilme, aber ich denke, es wäre auf jeden Fall gut, wenn es zu einem Strukturwandel innerhalb des Fernsehens geht, aber kommen würde. Aber da geht es, glaube ich, eher darum, dass sich die Struktur innerhalb des Fernsehens ändert. Also es könnte ja passieren, dass man mit dem Punkt Content produziert, aber dass er dann trotzdem nicht im Fernsehen, also das ist für mich noch so ein Schwachpunkt, wo ich nicht weiß, wie wollt ihr das Fernsehen dazu kriegen, dass es das auch zeigt, wenn es nicht verpflichtend ist, und verpflichtend ist auch keine Lösung, denke ich mir. Also es müsste sozusagen, man müsste an einem Strang ziehen, und das ist ein langer Weg, den sehe ich im Moment noch nicht, man müsste vorher diese Schritte noch machen. Auf jeden Fall, wir sind ja da auch noch in der Evaluierung und im Weiterdenken. Also wie gesagt, rechtlich gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Man könnte durchaus die Sender dazu verpflichten, sozusagen einen Teil des Outputs dann auch eben zu senden. Aber natürlich ist die Frage, wenn man öffentliche Gelder in die Hand nimmt, dann will man auch von Seiten der Politik natürlich bestimmte Ergebnisse sehen. Und das ist eben die Frage, ne? Wie evaluiert man dann so etwas? Ja? Also wie läuft das dann über Festivalerfolge? Läuft es eben doch dann über Quotierungen? Gibt es Gremien in so einem Medieninnovationsfonds, die einfach sagen, das ist einfach Qualität, das steht für sich, das wird auf lange Sicht Bestand haben und es muss einfach gemacht werden? Das sind Fragen, mit denen die Sender auch zu tun haben. Die muss man auf sehr stark, sozusagen auf der Grundlage der Quotendiskussion, die muss man auf jeden Fall jetzt auch neu denken. Und da sind wir auch noch nicht fertig. Das ist richtig. Ich denke aber, es ist trotzdem auch ein bisschen vielfältiger. Es geht nicht nur darum, Filme zu produzieren mit über euren Fonds und die dann sozusagen automatisch ins Fernsehen zu bekommen, sondern das haben wir zumindest bei den Kurzfilmen gesehen. Das Problem bei der Sendung zum Beispiel Unikato, MDR, Kurzfilmmagazin, die machen tolle Sachen, haben aber so ein kleines Werbebudget. Niemand erfährt davon was. Ja? Mhm. Also das ist wirklich ein bisschen komplexer. Und wenn man gerade eine bestimmte Zielgruppe zu bestimmten Contents kriegen will, dann muss man, glaube ich, noch mal anders denken.
Auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, ja allen klar geworden in den letzten 5 Jahren, dass man diese Aspekte mitdenken muss und auch viel stärker, als das im Moment der Fall ist, da sozusagen Zielgruppen ansprechen. Das ZDF hat jetzt gerade sich vorgenommen, ich glaube, ein Sample von, waren es 1 Million oder 300.000 Haushalte, langfristig sozusagen in die Programmevaluierung mit einzubinden. Das hat gerade Norbert Himmler in so einem Hintergrundgespräch erklärt. Also da ist man bei den Sendern schon auch sozusagen dabei, aber man sieht natürlich eben auch, das kostet Geld, das ist viel Arbeit. Sowas muss man in jedem Fall mitdenken. Ja, ja, aber wenn zum Beispiel viele der Serien, die das Öffentlich-Rechtliche produziert, da gehen ja unendliche Millionen rein, davon weniger und dann sozusagen umverteilen. Also diese Möglichkeiten gibt es, aber trotzdem, es gibt viele Fragen. Es gibt die Fragen, wie, was finanziert man, aus welchen Geldern, wo wird es gezeigt und wie erreicht man die Zielgruppen? Das ist nicht automatisch. Nee, das ist, glaube ich, auch, ja. Aber ich finde, wir müssen auch die Gattung irgendwie ein bisschen anders diskutieren. Wir können nicht sagen, das ist Kunst, da kommt die Kulturstiftung und entscheidet, was, das ist Fernsehen und das ist Kino, da kommt dann die Filmförderung. Wenn wir das nicht zusammendenken, auch, dann werden die Jurys auch nicht vielfältiger und dann werden diese Gremien auch nicht anders. Ich sage auch nicht, das ist alles irgendwie so gesellschaftlich. Also wir müssen keine Rundfunkräte im Kleinen gründen, aber ich finde es schon wichtig, dass wir diese Gattungsbegriffe irgendwie auflösen. Ja. Weil ein Film kann durchaus im Museum im Kurzfilm laufen, kann im Fernsehen oder auf einer Plattform laufen und kann auch im Kino oder auf dem Festival laufen. Sollte er auch, um möglichst viel gesehen zu werden und auch beforscht werden und an Unis diskutiert werden und so weiter. Und wenn den 5 Leute diskutieren, dann kann das genauso wertvoll sein, wie wenn das 50.000 sind. Davon bin ich überzeugt. Das ist so. Und ich glaube auch, dass du recht hast mit dieser Analyse. Ein zentraler Auftrag eines öffentlich-rechtlichen Mediensystems ist ja, explizit das Überwinden von Informationsasymmetrien. Also muss es Räume geben, in denen diese sozusagen Segregation in einzelne Blasen eben auch überwunden werden können. Und das sind eben auch durchaus künstlerische Diskurse, ne, die man wieder zusammenführen muss, weil sie gehören eigentlich zusammengeführt, um sich auch dann befruchten zu können. Ich würde da ganz gerne noch einhaken, auch da wieder das NFB in Kanada als Beispiel, weil als das gegründet wurde, Anfang der 50er, gab es die Unit B, die im Prinzip nur themenspezifisch gearbeitet hat. Da war dann gar nicht klar, wird das jetzt ein Doc-Film, wird das ein Animationsfilm, wird es ein animierter Dokumentarfilm, gab es zu dem Zeitpunkt eben auch schon. Die haben wahnsinnig krasse Sachen gemacht, wenn man sich das Archiv anguckt. Wir haben vor ein paar Jahren bei Doc Leipzig mal ein Programm dazu gemacht. Das sind wahnsinnig innovative Projekte, wo experimentiert wird, wo wissenschaftliche Themen gezeigt werden. Bildungsfernsehen vom Feinsten quasi, es lief ja dann auch im Fernsehen teilweise, aber es ist entstanden, weil eben keine Gattungsgrenzen gedacht wurden, weil es nur darum ging, ein Thema von allen Seiten zu betrachten, mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen im Filmischen, und dann auszuwerten, wie es das Thema braucht. Und das so anzudenken, so offen, ohne sich von vornherein schon in diese ganzen Zwänge zu geben, das fände ich total spannend. Und das müssen wir versuchen, vielleicht auch beizubehalten oder zumindest für eine Weile sozusagen aufrechtzuerhalten, weil das, glaube ich, eine große Chance ist, auch Leute zusammenzubringen, die dann gemeinsam ganz große, wunderschöne Dinge schaffen können. Da würde ich mich anschließen und das unbedingt auch auf die Ausbildung erweitern. Ja, dann sag ein paar Worte dazu. Ausbildung muss auf jeden Fall interdisziplinärer werden. Und es braucht auch für die Filmausbildung einen philosophisch-kulturwissenschaftlichen Hintergrund. Es braucht das Labor. Es ist mehr eben als nur Handwerk, sondern es hat eben sehr weitreichende Implikationen. Herr Ludischer, möchte Sie noch mal mit einbeziehen? Ich glaube, die gute Nachricht für Sie könnte sein, in unserem, wenn so etwas wie ein Medieninnovationsfonds Wirklichkeit wird, dass es hierzulande, aber auch anderswo, ganz, ganz viele hoch engagierte Dokumentaristinnen und Dokumentaristen gibt, die wahnsinnig gerne in den Ländern des globalen Südens arbeiten würden, die hoch motiviert sind, die auch gerade in kollaborativen Projekten mit Leuten vor Ort Projekte durchführen würden, weil es ist ja natürlich auch einfach nicht mehr zeitgemäß, wenn wir weißen Männer, der Journalist mit Tropenhelm sozusagen aufschlägt, sondern wir brauchen auch da ganz andere, neue Formen, die durchaus
durchaus auch klein, beweglich, flexibel, aber gut informiert, verantwortungsvoll sind. Und ich habe sozusagen auch aus meiner eigenen Erfahrung sozusagen ihr Problem sehr stark im Blick. Ich glaube aber, wir haben das Potenzial, das zu adressieren. Wir können und wollen viel mehr Geschichten erzählen. Nur leider scheitern wir eben ganz oft an den Redaktionen, wenn wir in Somalia eine Geschichte erzählen wollen, weil leider da deutsche Touristen nicht in nennenswerter Anzahl hinfahren. Jetzt haben wir einen Zirkelschluss gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für euren Input. Das war eine spannende Diskussion. Wir sind in der Entwicklung, wir sind motiviert, wir wollen wirklich was verändern und wir glauben, es hat eben sehr, sehr viel mit Strukturen zu tun. Das bedeutet nicht sozusagen, dass ARD und ZDF überflüssig sind oder wir sie abschaffen wollen, aber wir glauben, wir brauchen einen Stachel im Fleisch von diesem großen, extrem reichen Apparat, der eben anders funktioniert.